Willkommen zurück zu Train Fever mit der neuen Nohab. Die haben wir letzte Folge aufgehört, ich fange auch diese Folge an. Ganz einfach. So geht das. So, jetzt fährt sie ab in den Tunnel rein. Achso, in den riesigen Tunnel. Ja. So, ich bin immer noch bei den sogenannten Optimierungsarbeiten. Die wollen uns ja nicht hetzen. Also, ich möchte nicht innerhalb von 3 Folgen alle Städte verbinden. Das ist langweilig. Das macht keinen Spaß. Ich möchte gucken. Ich möchte mitfahren. Ich möchte schauen. Ich möchte mir alles ansehen. Oh. Genau hier, zum Beispiel. Bei dem hier. Alter. 1960 sieht das dann alles ein bisschen anders aus. Das sieht mir zu Fuß laufen. Das könnte... Naja, hier könnte das passieren. 102. Alter Schwede. Hier warten noch wie viele jetzt momentan? 104 warten hier. Also hat eine Kurse von 102, meine ich jetzt. Da werden sie aufgefüllt, da werden sie aufgefüllt, da werden sie aufgefüllt, da wird es aufgefüllt und das und das und das nächste. So. Und jetzt fährt er weiter zur Kohle. Arme hier rundherum. Falls jemand fragt, warum ich hier den Kreis rundherum gemacht habe, es ging nicht, weil das von den Höhenlinien her nicht passte. Also wer das nicht gesehen hat, das passte von den Höhenlinien nicht, deswegen musste ich hier einen Kreis rum machen. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde dran gesessen, bis ich den Kreis mal richtig fertig hatte. Der große Kreis. Ja, so ist das. So, läuft es? Was ist hier los? Okay. Hier läuft das, wie ich sehe. Hier läuft das. Der fährt hier hin. 13 Passagiere, Finanzen, naja. Naja. Betriebskosten keine Linie? Achso, als ich noch nicht zugewiesen hatte. Okay. Dann halt Betriebskosten keine Linie. Kommen jetzt nicht auch irgendwie diese Verbundszüge heißen die, glaube ich. Müssten jetzt auch bald kommen. Freue mich auch schon drauf. So, Helbrechting wird mit Öl zugeliefert, die werden mit Holz zugeliefert und Aschers lieben ganz klein bisschen auch. Holz wird von da nach da geliefert. Hier wird das Öl von dort nach dort geliefert. Das ist auch nicht gerade weit. Hm. Weil die beiden müssen ja auch noch irgendwie zurechtkommen, also. Meine nicht zurechtkommen, sondern geliefert werden. Wird Fortsum eigentlich geliefert? Ja, ne? Mittlerweile schon, oder? Nee. Wird's nicht. Nee. Ach klar, doch klar wird Fortsum geliefert. Hier, per Bus wollte ich gerade sagen. Per LKW, jetzt hab ich's. Klar, wenn die beliefert. Klar. Doch. Pforzheim wird auch beliefert. Okay, gut. So, das heißt, im Prinzip müsste Herbrechtingen und Dietfurt an der Altmühl beliefert werden. Das kommt später. Vielleicht zusammen mit Ochsenfurt, weiß ich noch nicht. Das weiß ich alles noch nicht. Boah, hier. Voller Zug. Bis oben hin. Passt nichts mehr rein. Mich interessiert gleich mal, wie viel das bringt. Der war noch nicht einmal im Bahnhof dieses Jahr. Das ist schon. Schon August. Einmal im Jahr kommt er hier an den Bahnhof. Ja, hier, einmal im Jahr. Diesmal noch gar nicht. Hier kam man zweimal im Jahr an. Hier, 2,2. Das heißt, er bringt 1,6 Millionen zurück?
Echt? Mit 1,6 Millionen zurück? Gleich mal gucken. Ja, müsst alle warten. Alle warten, alle warten, alle warten hier. Können wir weiterfahren. Der ist aber auch lang. Lang ist er. Sagt meine Freundin auch immer. Nein. Entschuldigung. So. Da fährt er ein. Und der Krokodil auch dahin. Hinten im Hintergrund sieht man sie. Da. Und der hat jetzt Waren dabei im Wert von 2,48 Millionen. Boah. Hier ist alles rausgeballert hier. Boah. Aus dem Grund läuft die Ware erstmal oben, jetzt läuft sie zurück. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Da läuft sie, die Ware. Und manche Waren laufen schneller als andere. Die sind wir auch. Die beiden, wir holen die anderen Waren. Manche Waren laufen schneller als andere. Warum auch immer. Nehme ich einfach so hin. So. Kurz bevor ich es irgendwie verpasse, habe ich irgendwas Neues. Was? Nee, hier ist auch noch die alte Tram drin. Wo war das Zugdepot? Hier, ne? Hier war ein kleines Zugdepot. Die habe ich eine von, da habe ich eine von. Die auch sehr geil aussieht. Das habe ich alles. Ja. Straßenfahrzeugdepot müsste hier unten rumlungern. Hier. Den habe ich. Den habe ich, den habe ich. Genau, es gab ein paar alte Busse, die ich auswechseln sollte, laut denen. Oh, ja hier, in Rielingen. Ich guck mal, was in Rielingen los ist. Rielingen ist hier hinten. Muss ich hier was Neues bauen? Also ausbauen? Nö, sieht nicht so aus. Nein, muss ich nicht. Rielingen hat 5 Busse und einen Tick von 88 Sekunden. Zack. Zack. Riedlingen. Wo ist hier das Straßenfahrzeugdepot? Das hier. Also die hatte ich vorher. 11 Passagiere. Nehme ich die mit den 8 Passagieren. Die sind irgendwie, keine Ahnung, 5 km/h. Die sehen doch irgendwie scheiße aus, ehrlich gesagt. Ich nehme die hier. 1, 2, 3, 4, 5. 6, keine Ahnung, ob das richtig war. Ich glaube, das waren 5. Riedlingen 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ohne Riedlingen 2. Tram. Riedlingen 2. So. Dann fahren ja auch neue Busse. Die ganz ehrlich gesagt viel geiler aussehen. Wenn man das mit dem Pocking vergleicht, das sieht immer so, keine Ahnung, sieht so Manga-mäßig aus. Weißt du, weißt, wie ich meine? Ja. Also, die sind zwar so weiß, aber... Ja, das sieht irgendwie sehr schlecht gemacht aus, ehrlich gesagt. Die haben keine Animation, wie sie Kurven fahren. Jetzt hakt es auch gerade. Was ist denn das hier? Ach, noch mehr Busse, die ihr Lebensdauer erreicht haben. Das sind jetzt... Die hier wahrscheinlich in Hamminkeln. Ich habe gerade nicht geguckt, da müsste Hamminkeln sein. Die in Hamminkeln. Gucken wir mal hin. Sips. Hamminkeln haben wir hier unten. Muss ich hier was ausbauen? Ein Bus. Eine Buslinie. Dort hinten. Hier ist jetzt nicht so viel. Hinten ist ein einziges einsames Häuschen. Ah, hier ist ein Geschäftsgebäude. Ich dachte, das wäre ein Wohnhaus.
Hier hinten ist noch gar nichts. Das heißt, in Riedlingen muss ich mal ausbauen. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Ach, hier stehen welche? Wo stehen die denn? Maggi! Wo stehen die denn? Nichts wartend. Nein! Ja, ich weiß, dass es die Lebensautos erreicht haben. Würden die denn stehen? Hier? Das ist riesig krank aus in dem Klatsch hier. Mit Schutz 2. Mit Schutz 2. Da wartet doch einer hier. Da sehe ich doch. Nichts wartend? Ach, wahrscheinlich gegenüber. Gegenüber ist das hier. Wartet hier überhaupt irgendjemand mal irgendwann irgendwo? Keine Ahnung. Okay, Hamminkeln. Hamminkeln. Ja, alles hier. Zack, weg, weg. So, dann mache ich die Linie komplett neu. Komplett neu. Hier warten zwar ganz viele, das ist aber gerade egal. Komplett neu. Wollte ich noch was? Hier hinten. Komplett neu. Hier hatte ich eins, das kann eigentlich... egal, hätte stehen bleiben können. Hier unten hatte ich irgendwo eins. Da. So, wo noch? Ah, hier und dort, okay. Das kann weg. Das kann weg. Irgendwas? Die beiden müssen da, das muss auch so. Ja. Richtig so, ne? Okay. Straßen. So. Einen kleinen Tram-Halte-Bushaltestelle. So. Tram-Haltestelle. Okay, ich fange hier an. Mit uns. Egal. Ich möchte das so machen. Schwierig. Ich fange hier an, könnte ich hier rausfahren. Halte hier. Dann hält er mal. Hier. Dann hält er mal. Kann ich einmal hier durchfahren. Hier kann er halten. Fährt hier hinten lang. Hält hier. Schwierig. Hält hier hinten, fährt hier hinten lang. Hält einmal hier. Einmal. Das ist zu nah. Einmal hier. Fährt hier lang. Das ist hier hinten. Da muss er nicht halten. Hält hier. Dann brauche ich noch einen, der immer in der Mitte hält. Dann lass ihn nur einmal hier, einmal nochmal hier halten. Oder? Ja. Lass ihn noch einmal hier halten und fährt dann dorthin zurück. Ob das jetzt so gut ist, keine Ahnung. Hamminkeln. Wo ist denn Hamminkeln-Abzweigung? Ach, das da. Okay. Als Stellen hinzufügen. Ach, da, das ist in Ordnung. Der fährt dann nach. Hier hinten weiter. Dorthin. Huch. Dorthin, dorthin, dorthin. 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 Und einmal hier. Bist du den größten Teil abgedeckt? Wir können damit nach hier hinlaufen, beziehungsweise dorthin laufen, das ist alles kein Problem. Aber so müsste ich theoretisch den größten Teil abgedeckt haben. Okay, Bus Hamminkeln 2.
kurz. Von hier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann habe ich hier zwei Linien, das müsste eigentlich klappen. Die hier wohnen, laufen sowieso zu Fuß. So. Ach, da ist ja noch irgendwie was drin. Die. Das ist eigentlich egal, was ich nehme. Stadt und die Bus. Gebaut von Mercedes-Benz. Kostet zu seiner Zeit 52.185 D-Mark. Damals für den Bus 52.000. Ich bin heute noch gebrauchten Kleinwagen für oder sowas. Nein, das ist nicht gerade, aber. Das ist gar nicht mehr so viel. Gut, für damalige Zeiten war es viel. Ich muss kurz auf den Timer gucken, was sagt mein Timer überhaupt. Mein Timer sagt, ach, erst 16 Minuten, da haben wir noch Zeit. Ist ja schön. Das ist ja schön. Okay, den möchte ich nicht haben, der ist hässlich. Den und den. Postorte hatte ich eben, fahren wir den ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 müsste jetzt mal reichen. Ich bin in Rielingen, ne? In Hamilton. Ah, siehst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hamilton 2. So. Das ist Hamilton. Hier hat den Tick von 77, 81 Sekunden. Pocken. Ja, wie gesagt, das sind irgendwie so. Naja, keine Ahnung. Nicht gerade die besten. Die besten Busse. Ist Geschmackssache. Ich hab die jetzt drinne, gucken, wann die nächsten kommen, ne? Ich weiß gar nicht, wann übrigens meine Trams kommen. Die sind auch schon relativ alt. Die sind jetzt 33 Jahre alt, die Trams schon. Es gibt noch keine neue. Warum gibt's eine neue? Keine Ahnung. Ich müsste jetzt im Wiki gucken. Kann ich mal in der Aufnahmepause machen, aber ich lass mich einfach überraschen. Ich lass es einfach mal. Ich lass mich überraschen. So. Des Weiteren. Osterweg ist immer noch über mit Bussen. Aha. Ich überlege gerade, kann ich das so lassen? Was ist das hinten eigentlich? Warum hat sich hier so komisch angebaut? Das war irgendwie so komisch vor allem. Das ist extrem komisch. Aber da kann ich, glaube ich, die Busse einfach so lassen. Das ist von der Größe her ist das noch in Ordnung. Hier ist extrem komisch einfach nicht angebaut. Okay. Osterweg in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß, ich kann die auch einfach ersetzen, aber das dauert bitte lange. Nehmen wir die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausweg 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausweg 6. Zack, fertig. Geht schneller, als wenn ich sie jetzt jedes Mal ersetzen würde. Dann warten, bis sie alle auftauchen. Ach, hier ist noch die alten Schleifendreher. Der macht auch komische Geräusche. Geräusche sind schon. Komische Grenzen hier. Steht hier. Lalala. Jo, ich stehe so lange schon am. Einer Kraftbushaltestelle. So lange stehe ich hier schon. So lange und warte hier. Ja. Mittlerweile stehe ich hier schon mit meinen dünnen Papierärmchen. Weißt du? Du bist ausgehungert. Ja, da. Kann ich nur ein bisschen hin und her schütteln. Finde ich cool, dass sie auch an dunkelhäutige Menschen gedacht haben. Finde ich richtig geil. Das macht mir so ein bisschen wie.
Ja, so die Detailtiefe, weißt du, macht das schon so ein bisschen aus. So, das läuft alles, Alter, sich voll. Hä? Hat er den nicht eben abgeholt hier? Hat er gerade nur gewartet auf die anderen? Holt der die jetzt ab? Ja, der holt die ab, okay. Dann war der andere nur für die andere, für das andere Gleis zuständig. So. Hier läuft auch noch alles. Ach, da bringt mir das Öl 63 und hier wartet gerade 210, Alter. Ist hier groß. Wo sind eigentlich meine größten Industrien? Nein, falsch, da muss ich gucken. Obergrenze hier 237, Leipzig Ölraffinerie. Leipzig Ölraffinerie, das ist die größte. 237, also. Legt sich hieran an. Vor allem dabei hat das Ding in Anführungszeichen nur zwei Städte zu beliefern. Autosave. Das hat ja im Prinzip nur Büdelsdorf und Leipzig. 102 und Leipzig hat 135. Und was denn? Das ist voll die Riesenstadt geworden. Dabei fällt dir gerade. Es fällt dir nur eine einzige Linie lang. Das Ding ist riesig. Ah, oh, hier oben kommt schon wieder was Neues. Ein Wörth an der Donau. Das ist ganz cool. Heute in der Donau wächst jetzt auch ein bisschen, wächst eigentlich ein bisschen mehr, wenn mehrere Städte angeschlossen sind. Ja, doch, es gibt ein kleines Plus. Also, so ein Plus, aber ein Plus vom Plus. Quasi ein Plus. Okay, ich auf. Oh. Ich wollte mal hier gucken. Weißt du, verraten durch Pocking, ganz klar. Everything. Ach, ist das eine. Das ist noch momentan die kleinste Stadt. Da kommt Tietfurt an der Altmühle. Haben wir auch, glaube ich. Ja. Haben wir beide schon verbunden. Die beiden kleinsten Städte sind. Alter, ist jetzt viel. Alter, da. Und die beiden kleinsten Städte sind verbunden. Hier wartet wie viel? 76. Vielleicht ist. Das Miraten ist gerade weggefahren. Ja. 1960. Gibt's neue. Also neue Rungenwagen. Nein, nicht Rungenwagen, Güterwagen. Entschuldigung. Güterwagen, die können auch mehr schleppen. Dann kommt da noch der Zug hin, vielleicht auch zwei dran. Und das wird alles noch wachsen. Da bin ich bei 68, 64, 66, 12, 34, 15, ja, 16, ungefähr 16, also 160. Oh, ungefähr 160 sollten die sich ausbreiten noch. Aber das bleibt dann erst nicht so klein. Das wird ja noch wachsen. Also soll es zumindest. Man guckt, hier war vorher gar nichts. Jetzt ist hier schon alles angepflanzt. Was ich aber noch am meisten interessant finde, ist wirklich Andernach, glaube ich. Ne? Ja, Andernach. Andernach war vorher nur der Teil. Dieser Teil hier. Hier hinten war noch gar nichts. Der Teil. Das war Andernach. Jetzt einfach so boom, gewachsen. Aber ich muss mich auch bald um eine Tramroute kümmern. Da hinten geht es zwar durch, Alter, hier. Ja, das haben sie sich hier oben angebaut, warum auch immer. Ja. Oh, so. Ich wäre eine Mühe. Das ist ein Zeichen für ins Bett gehen. Ist ja auch schon 5:30. Morgens, versteht sich. Nicht abends 5:30, nein, es ist morgens 5:30. Ich soll schon mal langsam echt ins Bett gehen.
Ich werde müde, das ist die letzte Zeit, um ins Bett zu gehen. So, der kann alles mitschleppen, das ist wunderbar. So. Dann ist da. Genau. Mit der Ansicht der Deutschen Bundesbahn. Noch nicht. Zweiter Versuch. Mit der Ansicht der Deutschen Bundesbahn gehe ich jetzt ins Bett. Und sage gute Nacht. Kann also jetzt auch schlafen gehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.